Der Passat feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Wir testen heute für Sie die aktuelle Version des Passat Variant, angetrieben von einem 140 PS Dieselmotor mit Blue-Motion-Technologie und Automatikgetriebe. Seit jeher steht der Passat bei Familien ganz oben auf der Wunschliste. Und wenn die Familie größer wird, scheint der Passat mitzuwachsen. Aber das Fahrzeug ist nicht nur mit seinen 4,87 Meter in der Länge und rund 2 Metern in der Breite eine großzügige Erscheinung. Der Platz, den man vermutet, findet die gesamte Besatzung auch im Fahrzeuginneren. Rund 1,50 Meter sorgen im Cockpit wie im Fond in jedem Fall für genügend Tanzabstand zum Nachbarn und machen das Fahren in dem Kombi auch auf langen Strecken selbst für große Passagiere ausgesprochen angenehm. Im Innenraum treffen wir auf Materialien und eine Verarbeitungsqualität, die den Mittelklässler von der breiten Masse abhebt. Das in Braun gehaltene Interieur unseres Testfahrzeugs ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, doch es sorgt für eine extra Portion Wertigkeit. Zahlreiche Assistenz- und Sicherheitssysteme machen den Umgang mit unserem Testfahrzeug sehr komfortabel, sicher und angenehm, auch wenn manches Gewöhnungssache ist. So ließ sich, anders als erwartet, eine Handyverbindung nicht über den Touchscreen einrichten, sondern musste per Lenkradbedienung über das Display in der Tacho-Einheit angesteuert werden. Ohne Frage ein Hammer ist der Kofferraum des Familienkombis mit seinen 603 Liter Fassungsvermögen, das ruckzuck auf 1731 Liter erweitert oder auch wieder in den Urzustand zurückversetzt werden kann. Extrem praktisch, besonders mit Hund im Kofferraum, ist der Ladeboden mit seiner niedrigen Ladekante. In jedem Fall ist das Gepäckabteil bestens für den großen Urlaub geeignet oder für Bello nebst Einkauf. Auch für das aktuelle Passat-Modell bietet Volkswagen diverse Motorisierungen an, beginnend bei 77 kW bis hin zu 220 kW. Der von uns gefahrene Passat mit 140 Diesel PS ist angegeben mit 5,2 Litern. Das haben wir zwar nicht ganz erreicht, aber trotz sportlicher Fahrt waren wir stets unter 7 Litern. Das Fahrwerk des Variant lässt sich über drei Modi an das jeweilige Fahrbahn- und Landschaftsprofil anpassen. Von Standard über Komfort bis Sport. Entspanntes Reisen macht ebenso viel Spaß wie die Jagd durch enge Kurven, um einmal die Grenzen auszuloten. Natürlich ist unser Testfahrzeug mit seinen 1600 Kilogramm Leergewicht und 140 Diesel PS kein Sportler. Dennoch sind wir sehr agil unterwegs. Unterstützt wird der Eindruck vom sechsgängigen Doppelkupplungsgetriebe. Das Abstandsradar mit Stauverfolgung lässt sich gut bedienen und reagiert angenehm sanft. Der Spurhalteassistent macht einen perfekten Job. Ich wünschte mir allerdings immer, dass die automatische, zeitgesteuerte Aufforderung zum Selbstlenken noch etwas auf sich warten ließe. Unser Fazit: Der Eindruck, den der Passat-Variant bei uns hinterlassen hat, ist durchweg positiv. Er bietet alles, was man heute von einem modernen Kombi erwarten darf. Genug Platz für die Familie und das Gepäck, modernste Technologien, Komfort und ist zudem noch sparsam. Ausstattung, Extras und Motorisierungen lassen keine Wünsche offen. Doch kommen hier schnell ein paar Tausender obendrauf. Unser Testwagen in Highline-Ausführung hatte einen Grundpreis von 37.175 Euro. Der Einstiegspreis liegt bei 26.400 Euro. Dafür gibt es den Trendline TSI mit 122 PS. Dass der Passat-Variant mit seinem zeitlosen Konzept eines von VWs Bestsellern ist, wundert uns nach der Begegnung mit ihm nicht. Er ist für mich nach 40 Jahren noch immer die Mutter aller Kombis.